Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ameisenvideo. Ich habe gestern und heute jetzt bei den Ameisen hier unten ordentlich was gemacht. Und zwar habe ich die Serviformica fusca umgesiedelt. Da rein. Verschließe ich gleich hier mit dem Watte, stopfen das Reagenzglas, dann kann die Arena auch wieder weg. Und hier führt jetzt ein Kabel entlang. Das führt hier hinter den Kisten entlang. Und dann hier entlang, bis da hoch zu einer Zeitschaltuhr. Und an der ist ein Heizkabel angeschlossen. Und das beheizt jetzt in etwa drei Viertel des Nests da. Darunter. Ja, man kann eventuell ein kleines bisschen was von dem Heizkabel sehen. Der Rest ist hier einfach so drüber gewurstelt. Ja. Dann zeige ich hier nochmal ein bisschen die Messerkolonie. Ja. Sind noch recht aktiv. Und sie haben den ganzen Mohn eingetragen, fällt mir jetzt auf, den ich ihnen gegeben habe. Da bei dem Körnerhaufen, wo gerade eine Arbeiterin war. Da lag mal letztens noch ganz viel Mohn. Ja. Hoffentlich ziehen sie dann demnächst um. Finde ich natürlich sehr, sehr toll. Und jetzt möchte ich auch noch einmal die Serviformica fusca zeigen. Die hockten gestern die ganze Zeit dann hier noch in der Arena. Habe ich sie in Ruhe gelassen und ihnen da ein Stück Holz hingetan. Und jetzt sind sie da drin. Dann störe ich sie noch einmal. Ja. Man kann sie jetzt vielleicht sehen, aber mit der Reflexion gerade ist ein bisschen blöd. Ja, so. Reicht auch schon. So. Jetzt habt ihr es wieder dunkel. Und gleich mache ich dann die Arena davon ab. Und dann kommen die Ameisen da drin und hier die Serviformica fusca, die kommen dann auch noch da rein. Die kommen in unsere Gartenhütte. Da ist die Temperatur wie außen, wird nämlich nicht geheizt. Nur halt, dass Temperaturschwankungen da halt nicht so sehr auffallen. Und die Manika-Königin und die Messor haben dann ihre ruhige, nicht so starke Winterruhe. Und ja, nachdem die Messer dann hier eingezogen sind, dann wird das Nest auch nicht mehr beheizt und ich tue das andere Nest einfach raus. Dann, ja, das ist vielleicht ein bisschen gemein, dass ich sie dann so verarsche. Aber ja, ist ja eigentlich nur zum Guten der Ameisen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Das Video ist ja jetzt eher schlecht aufgenommen mit meinem Handy, mit der guten Kamera. Aber ist jetzt einfach nur ganz spontan ein Update-Video gewesen. Dazu, dass alles, was ich geplant hatte, eigentlich erstmal gut gegangen ist. Ja, ich brauche für die Nikobarensis dann oben jetzt irgendwie noch ein Heizkabel oder so. Ich bestelle mir einfach mal jetzt demnächst irgendwie noch ein Heizkabel. Das brauche ich dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr, weil die Messer ja demnächst keins mehr brauchen. Aber naja, gut. Kommentiert das Video und bewertet das Video gerne auch. Abonniert mich, empfehlt mich weiter. Macht, was ihr wollt. Schönen Tag noch. Tschö.